Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Malvindo. Ja, ihr seht, ich habe wieder Windows XP aus diversen System- und Hardwaregründen habe ich mich jetzt wieder für Windows XP entschieden. Ja, heute werde ich euch zeigen, wie man das Programm Virtual Dub runterlädt. Jetzt öffnen wir Mozilla Firefox oder unser Internet-Browser-Programm unseres Vertrauens. Dann geben wir einfach mal Virtual Dub ein. So. Dann bekommen wir jetzt zum Beispiel eine Chip-Adresse. Klicken wir drauf. Ist schon auch ziemlich oft heruntergeladen worden. Meiner Info nach wurde das jetzt schon über 2 Millionen Mal runtergeladen. Aber man muss ja hier sagen, bei dieser Downloadzahl, das beläuft sich ja nur auf chip.de. Ja, hier haben wir mal wieder die Beschreibung. Gut, klicken wir zum Download an. Chip Online Server. Ich verwende das auch immer, weil einfach hier dieser Chip-Server sehr schnell ist, im Gegensatz manchmal auch zu den Originalversionen. Ja. Ja. 1,6 Megabyte schon heruntergeladen. Bei der Herstellerseite hätte ich wahrscheinlich länger gebraucht. So, dann öffne ich jetzt mal meinen Download-Ordner. Aha, wo ist es? Eigene Dateien. Downloads. Muss sein. Downloads. So, dann wo haben wir es? Da haben wir es. Gehen wir drauf. So, jetzt bekommen wir schon mal die Daten hier, dass da was drin ist. Ist schon mal gut. Kopieren wir das jetzt erstmal auf den Desktop. Haben wir hier Virtual Dub 1.9.11 Zip 7 Zip hier entpacken. Zack. Ah, oh, jetzt hat das gleich da entpackt. Auch nicht schlecht. Neuer Ordner. Und dann schreiben wir Virtual Dub und in Klammern, ich mache das immer so wie, ne, Deo BA Leitung. Steuerung X und rein damit. So. Ja, Open Office. Das soll ich jetzt nicht mit kopieren, aber Virtual Dub muss noch rein. So, na, nochmal eine Datei. Okay, gut. Jetzt ist alles drinnen. Dann füllen wir virtualdub.exe aus. Übrigens möchte ich nochmal kurz darauf zurückkommen, auf den Sinn von solchen ZIP-Archiven. Erstens, man lädt das alles in eine Datei runter. Und zweitens, die Platzersparnis ist gigantisch quasi. Eigenschaften. Also wir sehen hier unter der GNU-Lizenz, das heißt, es ist problemlos nutzbar für alle Projekte. Ob das jetzt auch für kommerzielle gilt, da bin ich mir nicht sicher, aber man kann hier mal durchlesen, da wird es sicherlich drinnen stehen. Aber ich denke auch, dass man das für kommerzielle nehmen darf. Ja, wir machen hier Start Virtual Dub. Hier ist nochmal eine kleine Erklärung. Klicken wir drauf. So, jetzt wird hier unser Virtual Dub gestartet. Ich komme nochmal zurück. Die Download-Datei, die ZIP-Datei, war 1,6 Megabyte groß. Das Extrahierte ist 3,3 Megabyte groß. Also, wir sehen einen großen Platzgewinn. Okay, hier können wir ein
Video-File öffnen und hier können wir das dann alles editieren. Sie haben doch übrigens einen schönen Hex-Editor. Finde ich auch gut. Denn hiermit können wir dann alles schauen in Hex zu öffnen. Wir können jetzt auch eine Verknüpfung öffnen in Hex. Würde ich aber auch noch ein neues Tutorial dazu noch mal machen. Okay, heute ging es ja nur ums Installieren und insofern war es das jetzt schon mal. Ciao!